Hier sind 10 Designerdüfte für dich mit ultimativer Haltbarkeit. Der erste ist der Le Male Elixir, ganz neu erschienen und für mich persönlich der beste aus der Le Male-Reihe. Dann den Gentleman Only Givenchy, ein super intensiver und sehr, sehr starker Vanilleduft. Den Allure Homme Sport Eau Extreme, der bekannteste Designerduft überhaupt, hält aber trotzdem ultra lange. Sauvage Elixir, für mich persönlich eine super geile Neuinterpretation von dem originalen Sauvage. Dior Homme Parfum gibt es immer noch auf dem Markt, ist also nicht eingestellt und ist wirklich ein super geiles Performance-Beast. Und ist für mich persönlich einer der besten Designerdüfte, die es jemals gegeben hat. Tom Ford Noir Extreme, bisschen synthetisch, aber definitiv sehr stark. Tom Ford Beau de Jour, bisschen synthetisch, aber trotzdem einer der besten Düfte im niedrigpreisigen Segment. Tom Ford Black Orchid, absoluter Klassiker. Dior Fave Delicieuse ist ein bisschen teurer, aber mit Abstand einer der kreativsten Tonka-Bodendüfte. Und zu guter Letzt natürlich Tom Ford Tuscan Leather, gibt es schon ab 30 ml für einen erschwinglichen Preis und ist mit der stärkste Designduft, den ich persönlich kenne. Abonniere gerne diesen Kanal für mehr dieser Videos.